Hallo und herzlich willkommen beim der Metamorph Liga von Path of Exile. Ich spiele mit euch ab und zu immer wieder ein bisschen weiter in dieser Liga. Und immer wenn es spannend wird oder so, mache ich ein Video und werde noch ein bisschen spielen. So ungefähr 25 Minuten Videos machen, wie es denn so weitergeht mit dem Charakter. Spielen tue ich, bis jemand kommt, Solo Selfhand. Wenn jemand kommt, kann er gerne auch ein bisschen mithelfen oder mir Items schenken oder ich kann ihm Items schenken. Jo, wir müssen so kleine Gefäße sammeln und die müssen wir einfügen. So ist das Thema von dieser Liga. Also das sind Körperteile von Monster und die können wir dann zu einem Boss zusammensetzen. Und zwar, indem wir einfach mal hier immer eins nehmen aus jeder Eigenschaft. Nehmen wir den Kiesfresser. Okay, es fehlt noch ein Herz, fehlt noch. Okay. Was ich spiele, ist ein Totemcharakter, also von den neuen Ballista-Totems. Nehme ich eins, was wahrscheinlich, ja, weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber der größere von den Ballistas. Sonst halt den kleineren. Und zur Unterstützung werde ich wahrscheinlich Punktur nehmen, weil das auch wieder den physischen Schaden runtersetzt. Ich mache ja mit Impal schon physischen Schaden, also physische Empfindlichkeit am Gegner runter, sorry. Das ist einfach die Gegner so anfällig wie möglich gegen physische Schaden sind. Ah, hier ist gerade der Boss. In diesem Gebiet. Ich finde irgendwie die Grafik viel schöner. Es ist nicht mehr so grell und ja. Sieht irgendwie richtig erwachsener aus. Ich glaube eben, sie haben den ersten Akt schon mal gemacht. Mehr nicht, aber mal schauen, wie es dann einfach im zweiten Akt aussieht. Mit der Helligkeit und so weiter. Aber gefällt mir sehr. Also, jetzt kann ich das einfügen und dann erschaffen. Ja, sind schon ein bisschen stärker geworden, aber noch nicht so stark. Mal gucken, was passiert. Also, das ist der erste Boss und das ist der zweite. Der zweite und einer Quest. Jetzt mal den Toten beschweren nicht. Das ist cool. Deshalb Metamorph, weil es sich natürlich immer wieder in Bosse verwandelt. Das ist mal cool. So. Okay. Das Zepter brauchen wir nicht. Wir brauchen Bögen. Eine Wasserleiche. Okay, oh, ich habe so eine Vorerwartung. Das könnte wirklich mal ein Bild sein, den ich wirklich solo selbst ins Endgame schaffe. Ich bin immer wie motivierender zu grinden. In der letzten Season bin ich echt weit gekommen, aber habe einfach da den Stress gehabt wegen der Krankheit und so weiter. Dass ich da einfach, ja, den Stress hat man mit einem im Körper. Ja, im Körper hat es einen Stoff, einen Stoffwechsel, der für den Stressabbau ist und der fehlt ein bisschen bei mir. Er wird nicht genügend produziert. Und jetzt habe ich einfach mehr Tabletten und jetzt geht es mir wieder viel besser. Kann ich auch das Spiel wirklich toll und lange auch spielen. Ach, ich bin schon zufrieden mit meinem Leben jetzt schon. Also, dass man einfach wegen der Krankheit mal ich ein bisschen Ruhe hat im Körper. Sehr auf den Körper, nicht auf die Psyche. Also, dass man einfach müde wird, wenn man zu viel Stress erleidet. Die Muskeln zu sehr angestrengt werden. Aber das macht mich auch stark. Das ist immerhin auch etwas Positives an der Krankheit. Also, wir haben einen Bogen, aber noch keine Spells oder Attacken. Punktur bekommen wir wahrscheinlich bald über. Ab Level 12 bekommen wir einen Totem über. Also Ballista, Schrapnell-Ballista oder so etwas. Irgend so etwas.
Hände. Nee, das sind. Doch, das sind Hände. Also, Finger. Ja, hier ist ein Wal oder so etwas. Ein Wal mit Händen? Okay. Interessant. Alle drei synchron gefallen. Ein bisschen noch hauer Mana kosten, weil wir einfach noch nicht viel Mana haben und Mana-Regeneration, aber das bekommen wir beide über. Das würde ich immer am Anfang scannen, die nutzt mit Mana am Anfang. Also zum Beispiel der Marodeur hat gar keine Mana-Nutz in der Nähe. Da einfach so schnell wie möglich zum Duellist oder Templar gehen. So, ja. Blau brauchen wir nicht. Diese blauen Sockel, die brauchen wir so gar nicht. Sie sind nur im Weg für andere Sockel. Ah, da ist er. Ja, der macht recht viel Schaden mit dem Angriff. Muss aufpassen, immer gut schauen. Deshalb habe ich auch die Balken hier oben. Weil ich manchmal nicht schnell genug noch links unten schaue. Und hilft sehr. Also vor allem das Mana, dass sie nicht immer spammt und dann plötzlich out of mana seid und man sieht's nicht. Der Bildschirm ist schon recht groß, also die Kugeln sind schon recht weit auseinander. Deshalb ist es schon lohnenswert, wenn ihr hohe Auflösung habt, dass ihr da noch den Balken oben macht. Aber ist gewöhnungsbedürftig natürlich. Ja, Phantomschütze möchte ich gerne, aber ich brauche ein Spell. Also eine Attacke heißen sie ja. Ja, Pfeilfächer, brennender Pfeil. Ich denke brennender Pfeil, wenn Punktur nicht da ist. Das ist Punktur auf Deutsch. Ja, okay. Brennender Pfeil. Ja, es ist kein verbundener Sockel. Ich würde ja gerne verbundenen Sockel haben, aber na gut. Schwach. Bluten. Ne, es ist nicht Bluten. Da ist Bluten. Hä, ich hatte doch Bluten vor. Ich beide nicht. Musst du hier bluten? Habe ich das schon verkauft, ja. Das machen wir jetzt einfach mal ohne und das leveln und das zu attackieren. So. Und Angriffsgeschwindigkeit, sehr gut, aber. Ja. Ah. Geht schon. Sehr gut. Ja, Sockel sind manchmal ein bisschen tricky. Manchmal schlecht gerollt und so weiter am Anfang von einer Season. So. Ah, da können wir irgendwo hin. Das Laboratorium. Das ist, ja. Die Kampfarena, ja. Okay, aber hier können wir nichts machen, außer kurz in die Arena runter. Aber wir haben ja zu wenige. Ja, dann gehen wir ins nächste Gebiet. Nein, das sind wir so langsam. Ah ja, ich habe ja den Trank. So, sehr schön. Okay, das haben wir auch abgeschlossen. Also, ich weiß ja nicht, was das Ding gewesen ist. Wow, das ist aber schnell geworden. Guckt euch mal den Brandpfeil an. Sage ich jetzt mal richtig übersetzt. Brennender Pfeil, ja, nicht so gut tönt. Ist schon klar, dass es ein brennender Pfeil ist, aber Brandpfeil würde ein bisschen besser passen. Ja, die Übersetzung ist sehr altmodisch. Zum Beispiel Gemmen. Ist jetzt nicht gerade so deutsch. Ich finde ihn cool, der brennende Pfeil.
Die haben schon Qualität, also machen schon die Grafik ein bisschen viel gut. Manchmal sieht pro Season irgendwas an der Grafik gut und am Sound. Finde ich richtig toll. Nehme ich mal mit, weil es drei-linked ist mit verschiedenen Farben. Ja, Neversink ist momentan ein bisschen zu langsam gewesen, dass ich den noch nicht runterladen konnte. Sie werden wahrscheinlich viel Schrott finden. Und ich nehme einfach den alten. Fadeblade ist aktiv. Okay. Ja. Ist wahrscheinlich schon der Filter, aber einfach momentan noch ein bisschen zu lasch eingestellt, dass man alles Weiße findet. Süß der Zombie einfach mal. Also wenn das gut ankommt, was wir, also im Pufferfexer gut ankommt bei euch, dann werde ich natürlich wirklich alles zeigen, alles hochladen. Wenn es nicht so gut ankommt oder einfach mir auch die Zeit ein bisschen fehlt und so weiter, dann lade ich einfach das Wichtigste hoch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Items suche oder so, dann lade ich es nicht hoch. Aber wenn ich jetzt mal weitermache mit der Geschichte und mit dem Atlas und so, dann lade ich es hoch. Weil das Grinden ja meistens eben sehr auf die Zeit geht, weil nicht so viele Items droppen, wie man gerne hätte. So ist es einfach, so ist es schwer. Also jeder, der mithelfen möchte, darf gerne mit mir spielen oder mich einfach ein bisschen unterstützen in Game. In der Videobeschreibung habt ihr einen Spendenlink und ja, könnt gerne der Pinex-Gilde anschließen. Pinex ist ein Streamer. Wahrscheinlich jetzt auch streamt. Schauen wir nochmal kurz. Soziales. Mr. Panix. Thorsten spielt wieder. Der Panix spielt gar nicht. Ja, Anführer steht nicht. Okay. Ja, mal schauen, ob er jetzt bald kommt. Vielleicht hat er einfach keine Zeit oder ist gerade einfach nicht so auf dem höchsten Stand. Er ist ein Suchti. Er müsste eigentlich jetzt schon da sein, wenn er Zeit hätte. Vielleicht hat er auch Probleme, weil ich hatte in den ersten 5 Minuten Probleme mit dem Einloggen. Die Webseite war down. Es stand irgendwie momentan im Wartungsmodus, aber der Server hat schon lange begonnen zu haben, also die Season. Naja, in den 5 Minuten ist es nicht schlimm. Ich brauche einen AOE-Angriff. Merke ich gerade schon. Langsam. Ja, das ist halt nicht der Range. Der hat jetzt. Okay. Ich weiß schon, was man machen muss. Muss mich nicht erklären, liebes Spiel. Das ist wirklich für die ganz Ahnungslosen natürlich. Glaube, ich tue jetzt mal nicht alle Gegner besiegen, vor allem die Zombies nicht. Klar, kurz das Nest. Ach, geht doch weg, damit ich es nehmen kann. Das ist auch gut, dass man es sofort einsammelt. Was lässt man es liegen, wenn es auch einsammeln kann? Sonst schneidet man selber ins Bein, oder? Aber irgendwie ist der Burning Arrow ein bisschen schwach. Schwächer geworden, hä? Am Anfang. Ja, sollen wir das jetzt eigentlich immer machen? Ich mach's jetzt mal nicht, oder? Ja. Ich brauche unbedingt ein anderes Ding zuerst. Wir können ja zurück. Ah ja, können wir ins Ding. Ja, haut ab. Haut ab da. Ich will doch nur durch. Die Gegner, die sind immer frech. Versperren einem den Weg. Da ist noch einer. Ja, ich bin halt immer gerne im Rushen.
Season beginnt. Mich zieht es natürlich auch ein bisschen an, gut zu werden schon am Anfang, solange man noch den Spaß richtig hat. Weil, ja, das Spiel wird halt auch nicht anders. Also man hat relativ schnell dann immer wieder so ein bisschen keine Lust mehr, weil alles das Gleiche ist, oder? Müsste dann immer einen anderen Charakter spielen und ich habe so wenig Zeit, dass es meistens nicht lohnt und deshalb, ja, bin ich nicht immer volle 3 Monate am Spiel. Ist auch ein bisschen zu viel. Aber das Spiel ist trotzdem mega spaßig. Hat er nichts weggeschrieben? Noch nicht geschrieben. Ich glaube, man muss nicht alle Gegner töten, oder? Also die geben einfach diese Teile, aber wir haben ja jetzt eigentlich schon neue 5 wahrscheinlich wieder. Ah, hier ist es, okay. Der Weg so richtig versteckt. Kurz killen. Ja, was ist neu im Passiv-Tree? Das kann ich euch gleich zeigen. Und zwar haben wir unten jetzt Totems. Also Überwachung. Ja. Das ist cool. Mehr Schaden pro Totem. Ein maximal beschworener Ballista-Totem. Das ist natürlich auch cool. Und hier noch ein bisschen ja, Rüstung und so. Echt geil. Dann haben wir hier oben einen Totem. Der hat auch wieder eine maximale Anzahl beschworener Ballista-Totems. Und erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist sehr cool. Bewegungsgeschwindigkeit habe ich eigentlich immer zu wenig. Ich möchte immer mehr haben, als ich schon habe. Aber es ist relativ limitiert in diesem Spiel. Deshalb, ja, ist natürlich nicht so toll. Ich brauche nicht einen Kriegsbanner, ich brauche einen anderen Banner. Hatte er einen Pall? Nein, da nicht einen Pall. Ja, gibt es nur eins, durchstoßen und Sprint. Ja, ich habe immer noch keinen Chromatic Orb. Ah, Ballista. Schnell, Ballista. Wunderbar. Und das Sachen brauchen wir nicht. So, der hier hin und die Rüstung mal aufbewahren. Machen wir das so und gehen weiter. Sport durchstoßen. Ja, keine Hirne ist natürlich schon. Mal global aus. So, kurz schauen. 18. Ja, sehr schön. Oh, sieht cool aus. Roter Pfeil jetzt. Machen wir das andersherum. So. Und direkt Essenz. Wow. Geil. Leider ein bisschen schwach noch, aber das wird dann schon viel besser. Ich spritz. Heute kommt die Blutabnahme. Liebe Kinder, wir bluten. Wir machen heute ganz viel Bluten. Ach süß. Das ist so süß. Aber sie haben noch wenig Leben. Und One-Hit. Schon fast One-Hit tot. Ein Essenzmonster. Okay. Hallo, liebe Kinder. Es ist Mitternacht. Die Stunde der Geister. Ja, da müssen wir unbedingt lenken, bevor das
Damage macht. Ja, er ist ein bisschen zu schwach, wie ich schon gedacht habe, anfangs. Mit Impel können wir dann viel mehr Schaden machen. Aber es ist ja nicht der Totem, den wir nutzen. Ich möchte lieber den Belagerungstotem, oder wie der heißt, nehmen. Ja, Bluten ist leider auch noch nicht so gut. Bei Bluten, also bei Durchstoßen, geht es mir eigentlich nur um den physischen Verringerung. Ich könnte Tornado-Shot nehmen. Und eventuell Split-Arrow oder so. Oder Frost-Arrow wegen dem Einfrieren. Hm. Ich weiß nicht. Und schlussendlich haben wir genug Leben. Das ist der erste Bild, der 200% knacken wird. Das ist immer gemein, wenn so richtig starke Gegner uns one-hittet und wir haben keine Chance, irgendwie zu migrantieren. Ah, da. Ja, die Gebiete haben sich wahrscheinlich auch ein bisschen verändert von der Form. Ich jetzt nicht direkt den Weg gefunden habe, aber jetzt ist es sichtbar. Ja, Schrapnell, also ist ja eine Art Shotgun. Er macht nur ganz nah genügend Schaden. Hä, ist es das gar nicht? Doch, er ist hier. Aber weiter oben. Wir haben einfach den Eingang gefunden. Wieder. Der wurde uns angezeigt, obwohl wir ihn nicht brauchen. Blut und Sand. Hm, ich mache keinen AOE-Schaden. Vielleicht Schrapnell tot mit Blut und Sand. Vielleicht ein bisschen stärker. Nee. Na ja, gut, Lex. Ah, das war ein asynchroner Gegner. Also, ich spiele jetzt mal noch ein bisschen weiter und mache dann nochmals eine Aufnahme. Bis dann. Tschüss.